und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Steffi von Stempelwiese und wir machen heute eine Geburtstagskarte mit dem neuen, wo habe ich's? Painted Poppies Stempelset. Das ist dieses neue Mondblüten-Set aus dem Mini-Katalog Januar bis Juni. Wir brauchen wie immer eine Grundkarte. Ich habe hier Savanne. Maße blende ich wie immer unten ein. Dann habe ich hier einmal Kirschblüte und einmal Flüsterweiß. Wir werden jetzt das Flüsterweiß erstmal bestempeln. Und zwar aus dem Poppy-Set diese Flecken, die es da gibt. Und dafür nehme ich Blütenrose, habe ich gerade hier. Ihr könnt so Kirschblüte nehmen, je nachdem, was ihr halt für einen Rosaton da habt. Dann brauchen wir ein Schmierblatt. Und zwar, das ist ein bisschen dreckig, macht nichts. Und zwar stempel ich das vorher einmal ab und dann auf mein Projekt, dass das noch ein Ticken heller wird. So, und dann machen wir das so. Genau. Also stempel ich dann zweimal auf die rechte Seite. Dann ist das schon fertig. Dann habe ich mir aus dem Standset Mondblüten, das ist das hier, da habe ich mir die zwei Gräser ausgestanzt. Einmal in Olivgrün und einmal in Farngrün, dass es ein bisschen heller wird. So, jetzt nehmen wir unser Kirschblütenpapier und kleben das hier aufeinander. Und die Zweige klebe ich mir jetzt mit Glue Dots auf die Karte. Und da ich die Zweige, also wenn man die ausstanzt, das sieht man dann auch, sieht man, was die schönere Seite ist. Ich finde jetzt beide nicht schlecht, aber man sieht eine, die ist noch ein Ticken schöner als die andere Seite. Ich nehme aber jetzt die andere Seite, weil ich will, dass der Zweig in die andere Richtung schaut. Also normal wird er jetzt in die Richtung schauen, ich will es aber in die andere. Das heißt, ich klebe den so rum auf. So, ich klebe das aber nochmal auf die Karte. Dann kann man das noch besser positionieren. Das heißt, der Zweig soll hier ein bisschen rausstehen und den anderen genauso, den schmaleren, den klebe ich dann oben drauf und so ein bisschen versetzt. So. So, und jetzt machen wir die Blüte aus dem Stempelset. Und da ist es so, dass ich ein paar mehr Karten machen muss, als Geburtstagskarten für mein Team. Habe ich mir aus einem Stück Flüsterweiß einfach mal die passende Stanzform aus dem bezaubernden Etiketten zu diesem Stempelset. Also das ist das Produktpaket und hier sind die passenden Stanzformen für die Mondblüten und das eine Blatt drin. Habe ich mir aus dem Stanzset die Blüte hier ausgestanzt, mittig. Und normalerweise heißt es ja so, immer erst stempeln, dann stanzen, dass man genau sieht, wie man stanzt, also dass der Abstand vom Stempelabdruck zum Rand halt gleich ist, sollte man immer erst stempeln. Und da ich aber mehr Blumen machen muss und immer erst stempeln, dann positionieren, dann durchleiern, wollte ich mir einem einfacheren Trick behelfen. Habt ihr bestimmt auch schon irgendwo gesehen. Das heißt,
Ich lege mal das Blatt jetzt auf meinen Stamparatus mit dem ausgestanzten Blumen. Dann nehme ich mir die Blüte aus dem Mondblütenset und lege mir das hier in die Aussparung und versuche das so weit auszurichten, wie ich das von der Seite erkennen kann. Dann nehme ich mir ein Stück, ich habe hier ausgestanzt aus Seitenglanz, weil ich gleich noch mit Wasser arbeiten will, habe ich mir schon eben die Blüte aus Seitenglanz ausgestanzt und nehme jetzt wasserfeste Stempeltinte. Und stempel mir die Mondblüte ab und ist dann eben auf dem, und so kann ich dann jetzt hergehen, also ich ist jetzt hier aufgestempelt und kann jetzt hergehen und könnte jetzt hier immer wieder eins reinlegen, das nächste bestempeln, nächste, also ich kann ganz schnell mehrere Blüten ausstanzen, ohne immer erst positionieren zu müssen, und kann mir es dann, wenn ich es hier hergerichtet habe, kann mir die ganzen Blüten hier reinlegen, abstempeln, fertig. Also das ist halt der Trick dahinter und ich ein bisschen Zeit ersparen. Wer die Zeit hat und wer nur eine Karte macht, natürlich, ne, erst stempeln, dann stanzen. So, dann legen wir uns das Klammer beiseite. Und wer jetzt nicht so wie ich mit Wasser arbeiten möchte, in dem Set ist ja auch noch so ein Fleck drin. Also man könnte das jetzt auch mit Rot stempeln. Und ich möchte aber tupfen mit Wasser. Da packe ich mir hier ein bisschen Farbe auf den Block. Glutrot. Mondblüten sind ja richtig rot. Dann nehmen wir die wasserfeste Unterlage. Rot färbt immer so blöd ab. So, und dann nehme ich hier meine Fingerkuppe von dem abgeschnittenen Gummihandschuh. Wer meine Videos verfolgt, der hat es bestimmt schon gesehen. Dann machen wir hier Wasser drauf. So. Und dann einfach nur tupfend auf die Blüte. Jetzt wird das mit dem Föhn trocken geföhnt. So, wem das schon gefällt, der kann es so lassen. Ich mache jetzt mal noch eine Schicht drauf. So. Und wie gesagt, wer das jetzt so nicht machen möchte, der kann es auch stempeln. Der muss dann auch kein wasserfestes Schwarz nehmen zum Stempeln. Ja, dann haben wir das schon mal fertig gefärbt. Die wieder weg. Nehmen wir unsere Karte her und nehmen jetzt ein Dimensional oder zwei. Bieg mir die Blume ein bisschen hoch, dass die so ein bisschen Dimension kriegt, ein bisschen Tiefe kriegt. Dann machen wir jetzt hinten zwei Dimensionals drauf. Kleben wir die jetzt so hin, dass unten noch ein bisschen grün rausschaut. Ne? Dass es so ein bisschen einen grünen Rahmen hat. So, da ich das neue Stempelset alles im Block nicht habe, also noch nicht habe, ist es wohl unterwegs, ich aber jetzt das Video machen wollte, nehme ich mir aus dem Set Silhouettensprüche. Das ist ein altes Gastgeberset. Habe ich schon rausgenommen. Nehme ich mir den Spruch Glückwunsch. Das ist das. Dann ein Reststreifenpapier. Dann nehme ich wieder Schwarz. Dann kann man das abstempeln.
So. Und dann schneiden wir das aus. Ich könnte jetzt einen kleinen Hebelschneider nehmen. Aber da hier ja schon die Form vorgegeben ist, bin ich schneller, wenn ich das mit der Hand ausschneide und einen ganz kleinen weißen Rand lasse. So. Hier machen wir jetzt auch wieder Abstandpads drauf. Und dann kleben wir uns einen Spruch hier drunter. Und auch so ein bisschen über den Rand schauend. Also hier rechts drüber schauen. So. Dass es sehr rechtslastig ist. Und ich finde, zu dem Motiv, zu diesem mit dem Schwarz, passen diese älteren Strasssteine in Schwarz. Habt ihr bestimmt noch welche in eurem Fundus. Ansonsten könnt ihr auch die normalen Strasssteine nehmen und vielleicht, wenn ihr einen Alkoholmarker habt, vielleicht sogar mit einem Edding. Mit Edding habe ich das noch gar nicht probiert. Aber dann könnt ihr vielleicht die Steine auch anmalen. Da habt ihr auch schwarze Steine. Und die packe ich jetzt hier auf das Motiv. Den machen wir auch hier noch draußen. Und fertig ist die Geburtstagskarte. Also eigentlich einfach, wenn man jetzt noch dieses Tupfen weglässt und nimmt, sagt, ich stempel das auch lieber, ist das echt easy peasy, denke ich. Also, wenn euch die Karte gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr gerne noch meinen Kanal abonnieren, das ist kostenlos. Und wenn ihr gleich benachrichtigt werden wollt, sobald was Neues auf meinen Kanal kommt, dann aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr dann sofort Bescheid. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich immer über eure Umsetzung, wenn ihr was nachbastelt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!